Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII. Letztes Mal sind wir von der einstürzenden Säule entkommen. Dieses Mal fragt sich bereits, was eigentlich mit Marlene passiert ist. Die haben wir eigentlich in der Bar zurückgelassen und ich glaube nicht, dass das so gesund ist, wenn man von einer Stahlplatte begraben wird. Aha, wie jetzt in Sicherheit? Oh, okay. Das macht natürlich etwas Sinn. Ja, die haben natürlich darauf gezahlt. Aber sie sind tot. Es ist egal, ob du so denkst oder nicht. Naja. Wenn man das Risiko eingeht, muss man halt damit rechnen, dass auch was schief geht. Natürlich sind wir nicht schuld, sondern die Shinra. Ja, wie jetzt, du weißt nicht. Wieso reden die zwei nicht so lange? Wie jetzt mit mir? Am besten ist, ihr gebt mir Ruhe und ich schleiche mich dabei. Ja. So, wir laufen hier und laufen gleich in einen Kampf mit Cloud. Den wir natürlich allein bestreiten dürfen. Das sind übrigens die Gegner, die wir damals noch nicht gesehen haben, wie wir mit Aeris hier waren. Sogenannte Höllenhäuser. Die können nicht wirklich extrem viel außer Bomben verschießen und nachher noch einen Angriff, der alle Partymitglieder trifft. In dem Fall sogar egal. Also die Selbstmordtropfen hier, die würden jeden treffen. Da was sowieso nur Cloud hier ist, werden wir uns kurz noch heilen. Darauf warten, dass unser Limit fertig ist. Was jetzt der Fall ist. Und das dürfte es gewesen sein mit dem Haus. Wir laufen hier weiter zurück und dann kommen hoffentlich die anderen zwei uns nachgelaufen. Ja. Ja, was ist dieses komische alte Volk hier? Hast du das wieder für eine Rückblende? Oder Vorblende? Oder was hat jetzt Sephiroth damit zu tun? Okay, na dann gehen wir mal wieder zu Aeris Haus. Und schauen, ob wir dort Marlene finden. Wir werden übrigens auch noch ein paar lustige Secrets, oder nicht Secrets, sondern Schätze einsammeln. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt noch, hier in dem Haus gab es im oberen Stockwerk einen kleinen Jungen mit einer geheimen Schublade. Und zwar hier. Ja, und er hat sich mit den 5 Gilden, die wir ihm eben nicht weggenommen haben,
hat er sich etwas gekauft. Und zwar ein Turbo-Eater. Hier nochmal der Schildkrötenparadies-Flyer, den wir später brauchen werden. Und jetzt geht's weiter zu Eris Haus. Und wir speichern hier noch kurz. Und dann schauen wir zu Elmira rein. Oje. Wie kann man eigentlich wollen, dass man entführt wird? Das muss ich mir jetzt genau erklären. Okay. Also bist du nur ihre Adoptivmutter. Wie schön sich die Leute hier am Lampenpfost im Kreis drehen. Okay. Sind die ganzen Heimkehrer aus dem Krieg? Überheb dich nicht. Sollte es nicht eigentlich eher umgekehrt sein, also dass er sie aufhebt? Oje. Elmiras Mann ist offenbar nicht dabei. Ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Okay, da liegt eine tote Frau und ein kleines Kind oder eine fast tote Frau. Wieso sieht der Bahnhofstyp, Vorsteher, Schaffner da eigentlich nur zu? Das sind aber sehr niedere Gründe. Sie nur deswegen mitzunehmen, weil du einsam bist? Ja, geheimnisvoll ist sie schon. Oje. Den kennen wir doch. Das ist doch der Typ vom Hubschrauber. Ja. Sind das nicht eher sehr religiöse Ansichten? Ich glaube, sie will nicht mitgehen.
Also deswegen will Shinra sie haben. Um mit ihr Experimente machen zu können. Ja, das wird hoffentlich doch Marlene sein. Ja, wie konntest du sie im Stich lassen, Barrett? Ja, der Planet stirbt sonst. Und wie sich Barrett weiter rechtfertigt, sehen wir, wenn das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 7.